Neuer Auftrag verfügbar. Nee, diesmal nicht. Aufträge für Sam. Werkzeugkiste. Der Handwerker. Berge die Werkzeugkiste, bringe deine Lieferung zum Handwerker. Okay, machen wir. Das Werkzeug, das du suchst, sollte in meinem alten Bunker liegen. Er ist markiert. Du solltest den Ort also problemlos finden können. Ich entriegle ihn, wenn du dort eintriffst. Und nimm dir ein paar von den Blutgranaten, die du mitgebracht hast. Wenn dich GDs in die Ecke drängen, solltest du die unbedingt dabei haben, oder? Ich hoffe, so weit kommt es nicht. Oh, das ist aber nicht gut. Das ist aber nicht gut. Botenstiefel. Seit ein paar Wochen bist du schon verschnupft. Ui. Na, hoffen wir mal, dass das nicht akut wird, ne? Das hört sich ja schon fast akut an. Das hört sich ja schon fast akut an. Dann hoffen wir mal, dass das nicht so ist. Ich überlege gerade, ob ich den nicht lieber hier lasse. Weil da hinten ist nämlich GD-Gebiet. Ich kann ja mal ein Stück vorfahren, dann gucken wir mal, wie hier so die Landschaft aussieht. Ob ich da überhaupt lang fahren kann. Fängt nämlich schon an zu regnen. Immer dieser Regen, ich brauche irgendwie Schutz. Das ist Small für den Alten. Mal kurz die Umgebung scannen. Okay, also das nehmen wir auf jeden Fall mit als nächstes. Wenn wir wieder auf dem Rückweg sind, ne? Die ganzen Sachen nehmen wir jetzt erstmal nur mit, wenn wir auf dem Rückweg sind. Ich soll aufpassen, dass ich nicht zu viel Strom verbrauche jetzt hier. Also müssen wir auch mal gucken, wo hier die GDs sind. Weil hier kommen garantiert welche. Ich würde sagen, wir steigen hier aus. Und lassen die verlorene Fracht, Medikation, das verlorene Brettspiel. Also alles, was irgendwie verlorene Fracht ist, lasse ich jetzt erstmal auf dem Auto. Genau. Die Kontaktwarnung. Was hast du? Hast du doch jetzt einen fahrbaren Untersatz? Ja, wir haben gestern ein Auto geklaut von den Mules. Ja, das Auto habe ich hier gekriegt, genau an der Stelle. Genau an der Stelle haben wir das Auto gekriegt. Musste dagegen 8 Mules oder so kämpfen. Und dann habe ich mir das geschnappt von denen und jetzt habe ich das hier hingefahren.
Das ist alles nur verlorene Frage. Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, wie weit ich jetzt hier reingehen darf, bevor die Fracht verloren geht. Ich glaube, die muss ich mitnehmen. Das Problem ist, ich habe keinen Bock, dass sie denn irgendwann weg ist, weißt du? Ich nehme die mal mit. Habe keinen Bock, dass sie weg ist. Die Resine sind mir jetzt erstmal egal. Das Problem bei dem Spiel ist tatsächlich, wenn du zu weit weggehst. Ich glaube, das schalte ich aus. Diese Impfung. So, was haben wir denn hier alles? Keramik, Keramik. Der alte Medium, hier haben wir einen Speicherchip. Sehr schön. Den nehme ich mit. Wie viele Blutgranaten habe ich mit? Ich hoffe, ich habe ein paar. Neunzehn Blutgranaten habe ich mit. Okay. Sollte ja wohl reichen, oder? Wo hinter mir war? Okay, die Frage ist, kann ich hier unten lang? Hier haben wir noch ein Small-Paket, das nehme ich mit. Muss ich weg? Ich hänge irgendwie fest hier. Da war irgendein Stein, der hat mich festgehalten. Fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so geil. Wie weit muss ich denn hier noch? Ist weg, ne? Oder? Ist vorbei, ich bin weg. Kann's weggehen. Okay, dann gehen wir noch ein bisschen weiter weg. Was hältst du denn von hier? Okay. Da könnte man ja annehmen, dass man das ja eigentlich theoretisch immer so machen könnte, oder? Von wegen, ja, man lässt sich kurz fangen und dann ist alles weg. Der Regen ist weg. Die ganzen GDs sind weg. Der einzige Nachteil ist, wenn du dabei stirbst, dass du eine leere Sturz aus.
aus, wie sagt man, ausführst? Oder dass ein Leeresturz kommen kann oder tatsächlich kommt. Reicht das? Alles wieder. Das ist dann natürlich der Nachteil, ne? Also wenn sie dich dann doch irgendwie kriegen, warum auch immer, dass dann die Kacke so richtig am Dampfen ist. Zwanzig Keramik. Okay, nur noch ein kleiner Stack. Wer wohnt denn hier? Ach so. Alter, hier ist ja richtig viel Zeug. Das müssten wir irgendwann mal rausholen. Krass. Aber man kommt ja auch so schlecht mit dem Auto lang, wa? Wir gehen mit dem Auto hier reinfahren. Ja, so wie die Leiche am Anfang des Spiels. Man wird dann... das ganze Ding war ja dann einfach weg. Hm. Also im Prinzip kriegst du so einen leeren Sturz und das hier ist zum Beispiel so eine Art leeren Sturz, glaube ich. Das ist dann einfach so ein Krater oder sowas hier. Ich glaube, das ist ein bisschen kleiner. Das habe ich mal gesehen bei Pizza Panda LP. Der hatte auch so einen leeren Sturz dann irgendwann so bekommen und dann war dann einfach ein Krater. Ne? Das ist dann wirklich so ein Loch. In dem Spiel, in der Weltkarte ist dann einfach so ein Loch und da kannst du auch nicht mehr rein oder lang. Also es hat wirklich Konsequenzen, ne, wenn du da geschnappt wirst. Also ich hoffe mal, dass wir das nicht erleben, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil so ein leerer Sturz ist nicht geil. Habe ich gesehen. Das ist alles andere als geil. Ah, man könnte da hinten vielleicht so lang fahren. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Der einzige Vorteil ist, dass wenn du das halt auslöst, ne, dass dann dieses der Kalamari kommt oder was das sein soll. Der einzige Vorteil ist, dass wenn du halt abhaust, also schaffst wegzukommen, dass dann alles komplett weg ist. Ne? Du siehst ja keinen Regen mehr, keine GDs mehr, alles komplett weg. Das ist der Vorteil halt, wenn du abhaust. Der Nachteil allerdings, ne, wenn sie dich schnappen, wenn dich der Kalamari-Vieh da schnappt, oder tötet oder so, dann ist vorbei. Okay.
Der alte Small, okay, oder? Das nehmen wir mit. So, machen wir das erstmal. Da bin ich ein bisschen schneller zu Fuß, weißt du. Vorsichtig. Kommt schon wieder Regen. Ist anscheinend nicht lange weg. Ja, solange wie nur der Behälter beschädigt wird, aber nicht das der eigentliche Gegenstand. Ist das eigentlich okay? Sind das Patronenhülsen? Angeforderte Fracht. Wie viel was kriegen dafür? Was? Keine Witze, Mann. Du warst echt in diesem Drecksloch? Das bedeutet mir wirklich die Welt. In diesen alten Werkzeugen stecken Erinnerungen, die man nicht mit einem Chiralendrucker ersetzen kann. Ich habe diesen Auftrag für unausführbar gehalten. Ah, yeah. Jetzt verstehen wir uns. Warte, bis du die Waffen siehst, die ich damit herstelle. Sam Bridges, du bist unglaublich. Vielen Dank. Fast 3 Sterne gekriegt. Nice. Sind wir nie krumm gekommen. Eigentlich schulde ich ihnen sogar was. Aber sie paktieren jetzt mit Hicks. Damit sind sie doch genauso schlimm wie er, oder? Es wirkt, als würden sich alle verdammten Terroristen zusammentun. Wie eine große, glückliche Familie. Tz, wird womöglich Zeit, dass wir dasselbe tun. Vielleicht besteht doch noch Hoffnung. Tz, zumindest, wenn die UCA mehr Leute wie dich haben. Gemeinsam sind wir stark, oder? Und ein neues Amerika kommt. Verbinde mich mit dem Chiralen-Netzwerk. Gucken, ob er einen privaten Spind hat, dann könnte ich hier gleich mal duschen gehen. Bula Gun Level 1. Geil. Danke. Da ihr mir jetzt den Rücken stärkt, will ich euch ebenfalls unterstützen. Solange meine Verbindung steht, versorge ich dich mit meinen besten Werkzeugen. Und gemeinsam überleben wir vielleicht etwas länger. Ah, übrigens. Ich habe diese Schönheit hier gebaut. Das ist eine Bula Gun. Sie kann einem eine Weile Ärger vom Leib halten. Ist natürlich nicht tödlich. Es könnten zwar ein paar Narben bleiben, aber selber schuld. Nimm sie, wenn du sie gebrauchen kannst. Nimm ich. Oh, guck sie dir ein. Eine Bola Gun, hm? Die könnte nützlich sein. Aktuell kannst du damit Menschen auf Abstand halten, ohne sie zu töten. Nimmst du statt der Drähte mit deinem Blut gesponnene Packseile, dann funktioniert sie vielleicht bei GDs. Los, teste sie mal.
Vielleicht so. Boah, dies. Mit einer Bola-Gun. Ich wäre essen so eine Bola-Gun. 3,5. Und Blutgranaten 2,5. Wir haben da 5. Wie viel Schuss hat die? 15. Okay, die Bola-Gun wäre dann deutlich besser, ne? Also Gewicht zur Munition wäre eine Bola-Gun deutlich besser als Blutgranaten. Diese Waffe verschießt fesselnde Drähte, die Ziele innerhalb ihres Wirkungsbereichs vorübergehend bewegungsunfähig machen. Die verwendeten Drähte sind eigentlich Packseile, die in die Sams Blut eingeworben ist. Deshalb ist es auch gegen GDs wirksam. Ziele mit LT und halte zum Schießen eher gedrückt, RT gedrückt und lasse die Taste dann los. Ziele, halte zum Schießen und zum Schießen Taste loslassen, okay. Je länger du RT gedrückt hältst, desto weiter fliegt der Draht und desto mehr breitet er sich horizontal aus. Drähte fesseln Ziele nicht, wenn sie vorher Hindernissen treffen. Nicht tödliche Antipersonenwaffe. Nehmen wir auf jeden Fall mit, Alter. Nice. Du hast deinen Teil getan. Jetzt bin ich an der Reihe. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen. Nee. Dann bist du gefesselt, genau. Privater Spind. Recyceln. Kann ich irgendwas recyceln? 50% nur noch. Ja, die haben halt alle keine Verpackung, ne? Die sind immer der Witterung ausgesetzt. Irgendwann muss ich die aber auch mal ersetzen, glaube ich. Ich habe aber schon ewig keine Leiter oder keinen Packseil mehr gebraucht, ne? Aber wir behalten die trotzdem mal. Was ist denn, wenn ich den 225 Chirai und Kristalle gebe? Was passiert denn dann? Vielen Dank für die Unterstützung. Nichts, ne? Okay. Wir mal wieder. Ich lasse ihn mal 100 drin, das reicht eigentlich. Damit kann er ja ein bisschen was drucken. Mit den 100 Stück. Also Standortaufträge, was hat er denn so Schönes? Zum Ingenieur zurück. Und Lake Not City. Proben von Nahrungsrationen. Proben. 17 Kilo ist natürlich ganz schön deftig, ne? Für 37 Likes ist mir noch ein bisschen zu viel. Eine Bola-Gun würde ich nochmal gerne herstellen. Das Goldskelett ist das Aktivskelett.
Ist eigentlich genau dasselbe, oder? Ist nur die Farbe anders anscheinend. Oder wie oder was? Im Prinzip ist es doch genau dasselbe. Nur dass das anders aussieht. Dann ist das mir egal. Dann brauche ich das nicht. Ist mir egal, ob das Gold ist, Silber oder Schwarz. Ich habe nur einen Werkzeughalterung. Achso, weil auf der anderen Seite dieser Scanner ist. Okay, okay, okay. Ich verstehe. Vielen Dank für deinen Beitrag. Meine Schuhe gehen langsam im Arsch. 1% haben die noch. Blutbeutel. Ich habe keine Blutbeutel mehr. Uiuiuiui. Was denn jetzt? Ausgezeichnet, Sam. Du hast das Netz um 3 Wegposten erweitert. Die Prepper sind eingespannt und das chirale Netzwerk gedeiht besser denn je. Wir wollen ein örtliches Verteilerzentrum als nächsten Wegposten nutzen. Aber das muss warten. Ich habe hier einen dringenden Auftrag. Ein Problem, das gelöst werden muss. Du musst einen von Lake Not City Servern für uns wieder beschaffen. Er wurde nach einer Reparatur auf dem Rücktransport von Mules gestohlen. Der Server enthält Validierungsdaten für ein neues Liefersystem, das wir einsetzen. Es soll das chirale Netzwerk nutzen, um Lieferungen zu automatisieren. Für uns ist er unverzichtbar. Die Mules könnten ihn auch für einen Toaster halten. Ein Toaster, aus dem sie chirale Kristalle und seltene Erdmetalle herausreißen werden. Ohne schnelles Handeln könnten wir die Daten verlieren. Also ab mit dir zum Ablageplatz der Mules. Schnapp dir den Server und bring ihn nach Lake Not City zurück. Ich lege den Auftrag selbst an. Über deine Handschellen erfährst du mehr. Okay. Den Auftrag habe ich jetzt schon, ja? Diesen zusätzlichen Dienst zu leisten, um Menschen glücklich zu machen. Ach, so viel Text, ey. Drei Speicherchips. Damit hatte ich nicht mehr gerechnet. Ich schulde dir was. Ich bin gespannt. Ich danke dir von Herzen. Du ahnst nicht, wie lange ich darauf gewartet habe. Vielen Dank. Speicherchip-Daten wiederhergestellt. Tagebuch eines Unbekannten. Eierschalengravur. Low Roar. Tagebucheintrag Nummer 1, 2, 3 und 4. Aha.
Vielen Dank für... Interviews. Das ist aber auch bloß Text. Speicherchips. Ah ja. Da kann man sich so ein paar Bilder angucken. Bei extra Items. Also das Spiel hat wirklich sehr viel Text, ne? Obwohl er auch sehr viel Sprachausgabe hat, aber das Spiel hat auch trotzdem sehr viel Text. Das ist ein halbes Text-Adventure, ey. Deinen Beitrag. Ich bin überlegen, ob ich hier einen Generator hinbaue. Ich glaube, ich baue mal den Generator hin. Geht nicht, Sam. Der Abstand zwischen Konstruktionen muss größer sein. Du musst dir eine Stelle außerhalb des Sensorenrings suchen. Ja, mach ich. Ja, dann gehe ich hier vorne hin. Ist doch kein Problem, oder? Direkt am Eingang. Waffeneinschränkung aufgehoben. So, dann stellen wir den genau hier hin. Das ist voll, das geht ja nicht mal auf Maximum, okay. Gut zu wissen. Ja, dann müssen wir jetzt nochmal rüber zu den Mules. Mal gucken, ob die alle noch ausgenockt sind. Oder, ob ich die tatsächlich nochmal wegboxen muss. Sieht aus, als wenn ich die nochmal wegboxen muss. Guck mal, die stehen da alle schon wieder. So, was passiert denn, wenn ich die jetzt hier so überfahre? Dann sind die nur K.O. Okay. Das passt ja dann. Das ist okay. Und dann boxen wir den hier noch um. Wie weit der schmeißen kann? Der sollte zur Olympiade gehen, ey. Schon daneben. Nochmal. Nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und kick. Wisst ihr Bescheid, ne? Oh, da ist noch ein neues Auto. Ob das da nicht mehr gehen sollte. Denn hier? Kann ich hier einen Dropkick machen? Nee, ne? Schade. Ich bin beim Rennen oder so, weißt du? Ja, ja, komm, umdrehen. Das ist die Bola-Gun, ja, ich hab total vergessen. Yeah.
Die Bola-Gun habe ich ja total vergessen, ey. Was liegt denn da unten? Ein TCK würde ich vielleicht noch mitnehmen, wenn der aktiv ist. Also wenn man den noch benutzen kann, meine ich. Den würde ich mitnehmen. Okay. Rauchgranate. Auto geht noch? Okay. Auto geht noch, okay. Mir dein Stuff. Ingenieur. Ja, weiß ich nicht. Den Rest lasse ich jetzt mal drin. Der alte nochmal? Der war da oben irgendwo, oder? Oh, Maschine. Für den Ingenieur. Bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schlecht. Zu schwer oder was? Kann ich mit dem Auto noch ein bisschen ranfahren? Vielleicht ist er auch zu weit weg. Moin Mädchen, ein wunderschön. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir heute? Was macht deine Erkältung? Los, weiter geht's. Wie geht's heute besser wieder? Das ist ja schön. Mir geht's ganz gut. Der Schnupfen ist so gut wie weg. Also wenn man daneben hinfährt, kann man direkt aufs Auto laden. Sehr schön. Was haben wir da? Sehr viel Keramik und so. Eurotruck-Simulator? Hm, nicht ganz. Systemserver, okay. Alles klar. Genau. Okay, dann gehen wir erstmal zum Alten. Mal gucken, wie ich da hinkomme. Mit Auto wahrscheinlich gar nicht, wa?
Film, was? Filmregisseur. Wer ist das denn? Der alte. Der alte ist aber auch echt abgeschlossen, ne? Also von der Außenwelt ist der echt komplett weg, ey. Naja, wir probieren mal unser Glück genau hier hoch zu laufen, zu klettern. Okay, der alte. Haben wir denn irgendwas für den alten? Da ist der alte. Das nehmen wir mit. Filmregisseur. Lake Not. Das ist alles nur ein Teil. Na gut, dann ist das halt so. Ist ja noch so weit weg. 134 Meter. Könnte natürlich knapp werden, ne? Mit dem Fahrzeug. Ich weiß ja nicht, wie weit man da weglaufen darf. Bis man außerhalb der Distanz kommt, weißt du? Mal gucken. Irgendwann kriegen wir ja die Meldung von wegen, dass wir uns nicht mehr so weit entfernen dürfen. Der hat aber auch hier eine echt scheiße Stelle, ne? Also. So, wie weit darf ich denn weg? 150 Meter bisher. Wissen, dass ich dir dankbar bin, auch wenn ich es nicht immer so sage. Bis zum nächsten Mal. Wir brauchen mehr Zeug für den. Der ist noch viel zu low. Ingenieur und Lake Not. Nehmen wir beide mit. Einmal den und einmal den. Auftrag zugewiesen. Aber da sind wir gerade sowieso auf dem Weg, also. Aufgehoben.
Hier scheint ein Weg zu sein. Nicht so wirklich, wa? Hier ist es schon wieder vorbei. Ja, das stimmt. Step by step. Ja, du darfst runter. Braucht er das zerstörte oder verlorene Fracht nicht belagert wird. Ach, wenn ich jetzt hier so Quest-Items verliere, oder was? Ah, gut zu wissen. Wenn ich Quest-Items verliere, kann ich sie an ihren ursprünglichen Ort wieder zurückbringen lassen. Gut zu wissen. Na los, weiter geht's. Gut zu wissen. Miep. Miep, 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 miep. Ich muss gerade selber nochmal gucken. Wo ist denn jetzt der Techniker? Der Techniker ist da hinten, ne? Ne, das ist der Ingenieur. Ist okay. Und der Filmtyp ist da unten. Das war wegen dem Rückwärtsgang. Kennst du nicht? Ich muss aber auf jeden Fall den Akku dann nochmal aufladen. Natürlich. Sicher, ne? Ja, ja. Muss auf jeden Fall nochmal so ein TCK hier aufbauen. Hallo, Spiel? Gucken, ob ich es noch zum Handwerker schaffe. Falls ja, baue ich da falls ja, baue ich da ein Stromding hin. Waffeneinschränkung aufgehoben. Huch, wer sind die denn?
Regis, ID wird gescannt. ID wird geprüft. Boten sind freiberufliche Lieferanten. Sie stehlen niemanden die Fracht und stellen keine Bedrohung dar. Vielen Dank. Aha. Danke für die Hilfe. Das ist für dich. Wie der Sack mir nur ein Like gibt, ey. Gib mir mal deine Spezialmaschine, die hätte ich gerne. Nee, deine Blutgranate will ich nicht, danke. Okay, also das Deinstallieren des Controllers hat nichts gebracht. Okay, Zeit zu gehen. Spiel spinnt immer noch rum. So, mal gucken, ob ich von der Entfernung das ungefähr so hinkriege. Hier werden jetzt 4 Frachtteile angezeigt. Hallo, ich drück noch nicht mal X. Was soll denn das? Angeforderte Fracht. Ja, keine Ahnung. Das macht auf einmal Aktion, wo ich mir so denke, das habe ich gar nicht gedrückt. Wie von wegen gerade eben, ne? Ich drücke einmal X und dann boxt er da dreimal, hä? Oh, hey. Schön, dich zu sehen. Naja, die Fracht ist in Top-Zustand. Naja, sagt er. Naja. Wenn's weiter nichts ist, ne? Neuer Rekord. Ja, er hat ein bisschen Schaden gekriegt, aber es ist okay. Hat eine lange Reise hinter sich. Likes. Kraftskelett Stufe 2. Yes. Ich dachte, das lohnt sich, den zu machen. Ne? Und Rauchgranate Stufe 2, ja. So wie die Bandbreite. Ne, das ist ja klar. Ah, wie viel Metall gibt er mir denn? 400. Okay. Kraftskelett Stufe 3. Hologrammdaten, Ingenieur. Bisschen Brandbeite und wie viel Metall kriege ich diesmal? 800. So gut. Kurz vor Stufe 5. Also, pass auf dich auf. Na sicher. Okay, also bei dem müssen wir noch ein bisschen was machen. Weitere Informationen erhält. Gut zu wissen. Da müssen wir noch hin, auf jeden Fall. So, haben wir irgendwas hier für Portnot? Zum Alten, zum Handwerker. Stufe 3 würde ich nehmen. Reicht das Normale? Was wollt ihr gerne sehen? Wollt ihr das Normale sehen? Silber oder Gold? Geht nur ums Aussehen, Männchen. Mir ist es egal. Es geht nur ums Aussehen. Normal, schwarz. Silber oder Gold. Mike enthält sich.
Ist ihm bestimmt egal, wa? Na gut, dann stellen wir einmal Gold her, würde ich sagen. Spezialwerkzeug, achso, das könnten auf Aktivskelett ausrüsten. Hat aber Style, guck's dir an, ey. Lake Knot City? Lake Knot? Hallo! 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 Hallo. Hey, hey! Herzlichen Dank! Alles klar. Das weckt nur Neid auf dem Plan. Ja, vielleicht. Also dem Mike, ne? Wir werden irgendwie alle Sachen machen, kein Problem. Ich werde erst einmal immer nur gucken, dass ich auch dann so viele Aufträge wie möglich auf einmal machen kann. Also sprich, wir werden jetzt dann die Late Note Sachen gleich mitnehmen und die alten Sachen, weil der alte will ich auch fertig kriegen. Deswegen werden wir jetzt hier die auch mitnehmen. Die drei Sachen, die hier rumliegen. Also ich werde schon versuchen, alle auf Stufe 5 zu kriegen. Auch den alten, wenn wir, selbst wenn der mir nichts gibt, gibt er mir trotzdem im Prinzip den Sticker mit dem Stern, ne? Auch wenn er mir jetzt keine neuen Ausrüstungsgegenstände oder sowas gibt. Sowas wie ein neues Kraftskelett, neue Waffe oder sonst irgendwas. Das spielt für mich jetzt erstmal keine Rolle. Mir was gibt oder nicht gibt. Okay, ist natürlich. Das Loch habe ich da nicht gesehen. Wie sie bei sind, Loch, wa? Gut, wie kommen wir jetzt darüber, Leute? Wie kommen wir darüber? Da hinten vielleicht? Oder ist das da auch so komisch? Irgendwie alles so komisch, oder? Ja, eigentlich hätte ich auch rüberlaufen können, oder? Na egal. Wollt mit dem Auto rüber. Ja, du hast nur den Filmtypen gesehen, oder was? Verstehe ich gerade richtig deinen Text? Ein Brückenbaum. Oder eine Leiter. Ja, wir werden alle abklappern, ne? Wie gesagt. Ich bin mal gespannt, wie viel. Lake Knot City nehmen wir mit. Lake Knot City nehmen wir mit.
Kann ich die Dinge auch noch mitnehmen? Weil ich glaube, die Straßen zu bauen ist, glaube ich, auch keine schlechte Idee, ne? Und wenn das hier schon mal so in der Nähe ist, können wir es ja gleich mal machen. Was erneuern? Verteilerzentren und ähnliche Orte lagern Material, mit dem du Ausrüstung herstellen kannst. Du bekommst auch alles für den Bau von Konstruktionen. Die Vorräte der Einrichtungen haben aber auch Grenzen. An ihren Terminals erfährst du Näheres. Hosen 800 Metall, das ist ganz schön heftig, ey. Ja, da müssen wir noch ein bisschen Metall hier mitnehmen, wa? Wenn wir schon mal hier sind, ne? Die Mules, die geben das mir ja gerne anscheinend. Okay. Zu sehr bepackt. Kann ich noch irgendwas abladen, was ich jetzt nicht unbedingt brauche? Was mir so ein bisschen die Höhe. So hoch, ne? Kann ich auch mal ein bisschen was mitnehmen hier? Hat 24 Kilo schon, krass. Oh, Gleichgewicht. Haben wir noch irgendwo Metalle? Da haben wir Metalle. War das jetzt Metall? Ne, ich habe irgendwas anderes eingesammelt. Irgendwas anderes habe ich gerade eingesammelt. Wo denn das? Eine Leiter? Lake North City, nehmen wir mit. Okay. Muss ich mit dem Auto hinfahren? Kann ich noch irgendwas raufladen?
Woran sehe ich denn, wie viel ich da noch aufladen kann? Zählt mein Gewicht jetzt dazu? Ja, anscheinend. Okay. Bin aber wirklich vollgepackt, ey. Komm, ich will wenigstens mal eine Straße hier fertig bauen. Keramik. Das war's. Oh, ist das, wenn ein Terminator rennen würde hier. Dieser T-2000er, wie der heißt. Da war es T-1000. Dass er sich keinen Bruch holt, wa? Ah ja, wir haben ja das Kraftskelett für die Beine, aber kein Kraftskelett für den Oberkörper, für den Rücken, ey. So, wie viel braucht er denn noch? 900? Alles reinladen? Krass. Keramik fehlt mir übelst. Ja, die 10 Minuten bin ich mir ans Bein hier. Ich glaube, so eine Straße zu haben, ist gar nicht mal so schlecht. Obwohl, ich sagen, nehmen wir den Rest auch noch mit raus, ne? Kilo. Voll übertrieben, ey. Ja, Keramik wird halt übelst, ne? So, 700 haben wir drin. Ne, 600 haben wir drin. Ah.
Dann brauche ich also ein 200er. Okay. Kann ich damit jetzt trotzdem fahren oder ist das zu schwer? Okay, ist zu schwer. Was können wir denn loswerden? Nee, so ist falsch, ne? Nicht verwerfen. Annehmen. Okay, das geht gerade noch so. Er sagt mein Akkustand. Oh, sagt es okay. Ist ja noch so ein Ding. 800, 600, warum ist denn das günstiger? Warum bist du billiger? Keramik fährt übelst, ne? Habe ich denn hier noch was dran? Ist nur noch verlorene Fracht, ne? Okay. Kein Baumaterial mehr. Alles klar. Ab zu Ikea. Alter, sind die faul. Guck dir das mal an, ey. Die laufen schon dran vorbei, weißt du? Aber statt das mal mitzunehmen. Liegt nicht auf dem Weg, ne? Warum haben die eigentlich so eine Abwehrstäbe? Da kann ich nicht rein. Wie die vor so einen Abwehrstab haben. Ah ne, ich kann ja direkt reinfahren, ne? Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder so, aber ich drücke. Ich habe jetzt auch wieder nur einmal Select gedrückt und der hat dreimal gerufen. Ich glaube, das ist so ein Bug von wegen, dass ich einmal was drücke und er macht dreimal nur eine Ausführung. So, jetzt will ich hier so richtig Likes haben, Alter. Die Hard Man hat dich angekündigt. Mhm. Oh, du hast den Server. Lass mich mal schauen. Schön, der große Lieferant hat es mal wieder geschafft. Der Server ist in perfektem Zustand. Gott sei Dank sind all unsere Daten in Sicherheit. Vielen, vielen Dank. Puh. Ja, beruhigt.
Okay. Sam, ich habe deiner Liste an herstellbaren Vorräten einen Three-Wheeler hinzugefügt. Lakenot City hat uns zum Dank die Baupläne zur Verfügung gestellt. Ich würde ja was dazu erzählen, aber du hattest selber mal einen, oder? Auch dieser hat zwei Räder vorne, eines hinten und ist akkubetrieben. Er lädt sich automatisch auf, wenn er nicht in Gebrauch ist. Es erfordert Geschick, damit unwegsames Gelände zu überwinden. Am besten für lange, ebene Strecken geeignet, bla bla bla. Wir sind dabei, dir ein anderes Fahrzeug zu besorgen. Darauf darfst du dich schon mal freuen. Jetzt habe ich mein Motorrad wieder. Yeah. Geil. Ah, Leon Wake hat dir die Fertigungsdaten für Folgendes zur Verfügung gestellt. Der Freewheeler Langstrecke. Und extra Akku, wa? Mehr Bandbreite, mehr Materialien. Das sind 1500 Likes. What? Bye-bye, LKW. Naja, der Vorteil beim LKW ist halt, der ist, ne, kann man viel mitnehmen. Neuen Titel verdient. Erfahrener Frachtträger verliehen. Krass. Du hältst mehr Likes. Mit den Daten können wir endlich unsere Pläne für das neue automatisierte Liefersystem vorantreiben. Ich sage den Jungs, sie sollen anfangen, die Bots zu testen. Du musst ihn zum Verteilerzentrum südlich von Lake Nord City bringen. Sieh am Lieferterminal nach, wenn du mehr Arbeit suchst. Die Prepper haben einiges über Fragile erzählt. Bist du sicher, dass wir ihr trauen können? Diese Sache mit Higgs. Dachte, ich hätte dir erzählt, dass sie ihn hasst. Der Feind meines Feindes, würde ich mal sagen. Aber nimm mich nicht beim Wort. Frag sie und bilde dir ein eigenes Urteil. Ob wir wollen oder nicht, wir benötigen ihre Hilfe. Sam, Fragile hier. Wie ich hörte, hast du drei Prepper ins Netzwerk integriert und ihnen alles Nötige geliefert. Das hast du gut gemacht. Wo wir schon mal am Quatschen sind, würde ich gerne wissen, was es mit dir und Higgs auf sich hat. Du hast Gerüchte gehört, was? Ich kann dir alles erklären, persönlich. Triff dich mit mir im Verteilerzentrum südlich von Lake Nord. Dahin bist du doch eh unterwegs, oder? Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Okay, wir haben jetzt einmal Filmregisseur und der Alte. Out of order? Fuck you. Zwei Leitern habe ich. Ich weiß nicht, bisher habe ich irgendwie keine gebraucht. Die sind eh schon fast im Arsch. Von daher gehen wir die mal recyceln und vielleicht was Neues herstellen. Ich hasse es, müde zu sein. Oh, wie war denn deine Nacht? Hast du denn gut schlafen können? Vielen Dank für die Unterstützung.
Oder hast du gerade einfach wieder schon zu viel gegessen? Keramik 800. Ich hätte mir mal aufschreiben sollen, was ich an Material brauche. Schon ein bisschen mehr. Nee. Aufträge annehmen. Sam, viele Kunden fordern dich namentlich an. Also während es für die Erweiterung des chiralen Netzwerks entscheidende Aufträge gibt, die du annehmen musst, gibt es andere, die du nach Belieben annehmen oder ablehnen kannst. Aber natürlich liegt es in aller Leute Interesse, dass du so viele wie möglich erledigst. Und so bekommst du mehr Belohnungen. Um 4 Uhr? Ach du Scheiße. Hast du Witcher weitergezockt oder wie? Mit Stern oder Stern? Ne, also mit Sheriff oder Stern. Markierte Aufträge sind speziell für Sam gedacht. Mit markierte Aufträge für Sam musst du abschließen, um im Spiel voranzukommen. Ah, okay, also dieses Wellending da bei Lake Not City ganz oben, das sind die Main Quests sozusagen. Die anderen kann ich aber trotzdem mal, ne? Andere Aufträge für Sam müssen nicht abgeschlossen werden, aber es bringt Vorteile, sie abzuschließen. Mit Stern, ne, mit Dreieck, ach, keine Ahnung, was soll denn das immer für komische Zeichen sein? Markierte Aufträge richten sich nicht speziell an Sam und können nach Belieben angenommen werden. Ich bin auch erst aufgestanden. Nee, YouTube. YouTube. Uiuiui. So viel Spannendes bei YouTube, ja. Straßenerneuerung. Dringend. Frische Pizza. Und den Bot. Ich mache erstmal nur die Pizza. Auf Pizzen musst du beim Transport gut aufpassen. Wenn du Mist baust, sie zum Beispiel schräg trägst, sind sie hinüber. Genesungspizza. 5 Kilo? Was ist das für Pizza, Alter? Machst du die Pizza kaputt? Kannst du was verdienen? Um eine neue Straße zu bauen, musst du zuerst zum Straßenbaugerät. Wir sind ja noch nie weiter. Hey, man ist schwer. Sind die gerade echt weggesprungen mit einem Echtsprung, Alter. Sam, automatisches Straßenbaugerät in der Nähe. Wirf es an, dann hast du schon bald eine Straße. So viel zum Thema Schwierigkeiten, wa?
1300 Likes. Krass. Boom, Bitches. Also wenn die das nicht selber gemacht hätten können, weißt du? Also wirklich. Wegen 400 Meter mussten sie mich unbedingt anheuern, ey. Toll gemacht, Sam. Diese Straße sieht herrlich aus. Das ist erst der Anfang. Der Bau eines kontinentalen Verkehrsnetzes ist entscheidend für unsere Zukunft. Setze darum unbedingt jedes Straßenbaugerät ein, das du findest, um unsere Haupt- und Nebenstraßen wieder aufzubauen. Wie viel leichter wäre deine Arbeit, wenn du von Küste zu Küste fahren könntest? Den Prozent Schaden. Ich lade die mal aufs Fahrzeug. Weil so schräg wie die gerade ist. Die war ja richtig schräg hinten verankert. Das geht ja mal gar nicht. Na, wer packt denn so eine Pizza auf meinem Rücken? So. Nicht so. So. Also wirklich. Hier ist Sam. Warum habe ich denn eigentlich keinen Strom gekriegt? Moment. Im Bereich des Netzes werden keine Akkus verbraucht. Oh, das ist gut. Noch mal kurz hier Akku aufladen. Willkommen, Sam. Ja, rechts sind Stränge. Sieht aus, als wenn da Regen wäre. Oder zumindest GD-Gebiet. Noch mehr GDs. Oh, meine Wasserflasche hat sich gerade aufgefüllt, hast du es gesehen? Die gerade im Wasser war? Die sich wieder aufgefüllt. Verlorene Flacht. Late Not City. Na, die nehmen wir natürlich mit. Wenn wir schon mal hier sind. Ich muss mal wieder ein TCK mitnehmen, habe ich das Gefühl. Komme ich auch so ran ans an die Pizza? Ach, schon wieder so ein Cube. Schon wieder ein Companion Cube. Die von die Pizza. Ist zu weit weg, okay, ich merke schon. Pizzabode kommt, der Pizzabode kommt. The fuck?
Guck mal, die da dann fallen lassen hat. Lieferung abgeschlossen. Zeige Leistungsbeurteilung. 10% Schaden, weil ich sie zweimal hinfallen lassen habe. Naja, egal. Meine, dann ist halt die Salami ein bisschen verrutscht, was soll's. Alles auf Lieferzeit. Aha, ein Lieferzeitauftrag. Vielen Dank für die Unterstützung. Gute Arbeit. Bin mal gespannt, wer denn hier sich irgendwann mal zeigen tut. Hallo? 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 So, machen wir mal ein paar Scans hier. Aber gar nichts, wa? Rote Hose hier, ey. Tote Hose hier. Okay. Piep, 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 piep. Nix, tote Hose hier, alles tot. Nicht ein Item liegt hier rum. Nix zum Looten. Der verliert richtig krass Akku, ne? Sobald der im Wasser ist, der verliert richtig. Ja, Auto kann ich gleich vergessen, so wie es aussieht. Dann heißt das... Dann heißt das Bye-bye Auto und willkommen Motorrad. Kurz vorm Ziel, pass mal auf. Ja, genau. Nee, kein Bock. Kann da bleiben. Weil, so wie es aussieht, durfte ich damit sowieso nicht den Fahrstuhl runterfahren, weil das halt ein Mule-Fahrzeug ist und kein Bridge-Fahrzeug. Von daher durfte ich das sowieso nicht behalten gerade. Ja, ich werde mal meine eigenen Fahrzeuge bauen. Der Companion Cube. Nichts tun. Ach, die gibt's jetzt doch ab, ne? Shit. Mann, ey. Muss echt aufpassen. Hey Mann, wie geht's dir? Leute wie du machen mich stolz, zu Bridges zu gehören. Danke, Sam. Da hat er die andere Fracht auch noch abgegeben. Das wollte ich eigentlich nicht. Oh,
jederzeit mitnehmen. Ehrlich. Er hat dir ein Ventil geschenkt. Bis zur nächsten Lieferung. Sei vorsichtig. Das Valve-Logo. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere. Nicht jetzt. Eigentlich will ich schon seit, weiß ich nicht, bestimmt eine Stunde duschen gehen in dem Spiel, aber irgendwie komme ich nie dazu. Weil vorhin durfte ich nämlich nicht in meinen Privatraum. Wahrscheinlich wegen dem Mule-Fahrzeug. Ich werde das jetzt nochmal probieren, ob ich in meinen Privatraum kann. Zwecks duschen und kackern, pullern. Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Jetzt geht's. War wahrscheinlich wirklich wegen dem Fahrzeug. Recyceln. Metalle recycle ich mal. Den recycle ich mal. Die sind ja völlig im Arsch. Privater Spind, was habe ich denn da eigentlich noch drin? Ein Blutbeutel. Der kommt in die Vorratstasche. Und super viele Blutgranaten. Ich habe 3 Bolas und 10 Granaten mit. 15 Granaten sogar. Ne, das reicht. Mehr brauche ich nicht. Das ist der Bot. Ingenieur. Oh, der alte für 200 Likes. 161 Likes und für Materialsammlung und Lieferung. 288 Kilo. Dafür bräuchte ich eigentlich das Auto, ja. Ja, dafür bräuchte ich dann eigentlich das Auto. Vielen Dank. Vielleicht baue ich da doch ein Gerät hin. Why? Überspringen. Warum auch immer, aber er will nicht überspringen. Wie viel? 5 Stück. Mhm. Das darf ich wieder überspringen, interessant. So, ja, dann einmal sitzen. Eine Kacke-Granate, sehr schön. Und wie viele Polargranaten kriegen wir? Also, Pipi. Wie viele Pipi-Granaten? 7.
Ist das da hinten neu? Motorrad steht da jetzt auch rum. Ich glaube, das ist der Boss, ne? War das der Boss? Also der Boss war eigentlich nur eine größere Version von diesen kleinen Viechern, die wir eh schon immer die ganze Zeit haben. What the fuck? Psycho. Übrigens gerade das allererste Mal gemacht, ne? Mit dem Finger. Das ist meine Bola Gun, ne? Die müssten wir auch mal ausprobieren. Nur nicht schüchtern. So wie früher. Na los, weiter. Tut mir leid. Habe ich dich geweckt? Heute ist Mamas Geburtstag. Haben wir uns auch kennengelernt. In ihrem Geburtstag. So, so. So, Ingenieur, oder was machen wir mit dem Ding hier erstmal? Das soll ich ja liefern, ne? Ja, dann. Nee. Okay, dann brauche ich einen TCK. Am besten zwei Stück. Frag mich sowieso, warum ich nicht einen Vorrat habe hier. Auftrag zugewiesen.
Keramik soll ich sammeln. Das brauchen wir ja sowieso, ne? Keramik. So, wo ist denn hier mein schickes Auto? Da hinten. Hey, hey, herzlichen Dank. Ist das unten? Das ist unten, oder? Darf ich nicht mehr mitnehmen, oder was? Bin ich schon zu schwer, ja? Ach so. Wahrscheinlich bin ich schon zu hoch. Das wahrscheinlich eher. Erstmal das Auto. Eine angenehme Reise. Aber wirklich, ne? So ultra knapp, ey. Konstruktion. Wenn du eine neue errichten willst, musst du das außerhalb des Sensorenrings tun. Stimmt doch ja nicht. Und wir sind voll sauber. Guck dir an. Konstruktion abgeschlossen. Nichts mit dreckig und verschwitzt. Super rein und sauber. So sieht's aus. Da draußen ist auch noch was verlegen und Teile haben wir doch 59 bzw. 100 insgesamt. Yeah.
Dann nimmst du jetzt mehr mit, oder was? Was für eine Maschine. Sicher, dass der ein Mensch ist? Und kein T-1000? Das wird eine Arbeit, sag ich dir. Andoran, Hallöchen. Komm ins Stream. Was geht? Sind das die letzten drei? Ja, die Metalle sind mir jetzt erstmal egal. Scheint so, ne? Das sollte eigentlich klappen. Das Fahrzeug ist auf jeden Fall übervoll. So. Okay. Unglaublich, ey. Wir können ja relativ weit von der Fracht weggehen, ne? Was waren das? 150 Meter oder sowas? Gehen wir zu Hause? Zu Hause, zu Hause. Ich weiß das leider noch nicht so von den Entfernungen. Vielleicht kann ich mich auch 300 Meter entfernen oder sowas. Keine Ahnung. Muss ich tatsächlich mal testen. Darf ich das halt wieder nicht benutzen, ne? Out of order, ey. Ja, das liegt an dem Fahrzeug. Das liegt an dem Fahrzeug.
Festhalten, festhalten! Willkommen, Sam Porter Bridges. Muss eigentlich auch reichen, wenn ich gleich so rangehe, oder? So, liefern. Haben wir alle 8? Alle 9 haben wir sogar. Sehr schön. Dann machen wir das doch mal. Hey Sam, schön dich zu sehen. Wow, das ist deutlich mehr als erwartet. Vielen Dank, Sam. Was habt ihr denn erwartet? Ich bin auch kein Noob. Also jedenfalls nicht immer. Dafür, dass ich alle zurückgebracht habe? Naja. Bis zur nächsten Lieferung. Sei vorsichtig. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Neuen Auftrag annehmen, ne? Resin, wie viel haben wir denn da noch Platz? Ist hier noch zufällig, wie viel Keramik ich brauche? Für die andere Straße? Nee, ne? 1300 oder so, was das war? Achtung. Nee, tatsächlich müsste ich mal gucken gehen. Wir müssen uns das mal irgendwie aufschreiben. Standardaufträge. Also 22 Likes für 32 Kilo, finde ich ein bisschen wenig. Starke Schlaftabletten für den alten Herrn. Wollte er sich umbringen oder was? Wir gucken unterwegs, ob wir irgendwelche Small-Sachen finden. Ich nehme die Fracht das nächste Mal einfach wieder mit. Wäre zum ersten eine Idee, ne?
Also die Straße ist ja erstmal fertig, ne? Was ist denn mit der nächsten Straße? Nicht mehr im Stromnetz. Jetzt verbrauchen wir Akku, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Solange wir auf der Straße fahren, verlieren wir auch keinen Akku für das Auto. Ist ja schon mal nichts Schlechtes, finde ich. Ey, da sind wir Metalle. Also, Metall sind wir voll. Wir brauchen Keramik, sehe ich gerade. Wie viel brauchen wir da? 1260, 1160. Schreiben wir uns mal auf. Keramik. Metall ist fertig, ne? Und chirale Kristalle sowieso, davon habe ich ja noch einiges. Also Metalle haben wir erstmal 0. Und Keramik war jetzt 1000. Was war das? 1060, ne? 1160. Wir wollen ja nicht zu viel reinbuttern, ne? Jasmin A. im Asiener sagt, wie er jetzt so tut, als ob er schreiben könnte. S-K-H-O-W-E-L skirt. Alter. Wie sich die Stimme jedes Mal anders anhört, ey. Schon wieder so viel drin. Da ist schon wieder so viel drin. What the fuck? Hier lebt ja schon wieder. Euer Zeug liegt hier sogar noch rum, sehe ich gerade. Vom letzten Fight. Ist gut, dass sie warten. Double Kill. Triple Kill! Wo ist denn der hin? Lass da mal meine Kletterverantwortung in Ruhe. Sprung gerade gesehen? Ich die mit Schmackes, Alter. Du auch so einen Stab haben. Warum krieg ich denn nicht so einen Stab? Mein TCK hat er abgeschmissen. Wechsel. Das Wichtigste von allen, ey. Der TCK. Hier lungert da noch einer rum, oder? Wo ist denn der? Ja.
Ja, so Mangelware. Hier los. Also Mangelware ist Keramik, so wie es aussieht hier. Aufs Fahrzeug. Wie viel Gewicht hat er denn? Wo steht denn das eigentlich? Reicht das? Das reicht, okay. Alles klar. Keramik ist Mangelware, Leute, aber so richtig, wie es aussieht. Alles klar, bis gleich. Mal gucken, wo die nächste Brückenkonstruktion ist. Ist die da hinten? Das ist der Strom von mir. Fahrzeughaltbarkeit. Ja, ist auch schon ziemlich im Arsch, sehe ich gerade. Ich darf es ja auch nicht reparieren bei mir. Ich glaube, wir müssen wirklich langsam mal aufs Motorrad wieder umschwenken. Hier was abgeben. Oh, ich könnte was recyceln erstmal. Bin ich das ein bisschen los, glaube ich. Machen wir es mal so. Dann haben wir das erstmal ein bisschen weggepackt, weißt du? Vielen Dank für deinen Beitrag. Und dann lassen wir mal kurz gucken, wo die Straße normalerweise weitergehen würde. Das müsste ja dann hier drüben irgendwo sein. Gucken wir mal ein bisschen. Haltet mal ein bisschen Ausschau, wo das nächste Brückending ist. Vielleicht kann ich da schon ein bisschen Metall hinfahren und dann gleich nochmal aufschreiben, wie viel Keramik ich brauche. Ich meine, ich kriege ja wahrscheinlich gerade so die 1160 zusammen. Frage ist, wo will der langfahren? Das ist die Frage, ne? Wo würde er langfahren? Kann ich das scannen vielleicht?
Also 116 Kilo muss ich jetzt an Keramik mitnehmen. 116 Kilo. Kann ich hier Sachen recyceln? Metall könnte ich noch 400 reinbuttern. Ich glaube, die. Ja, okay, nehmen wir weg. Was schon. Oder habe ich gerade falsch geguckt? Nee, oder? Nein, ich habe richtig geguckt. Gott sei Dank. Also, Material nehmen. Wie viel habe ich denn Silber? Ich habe 160 Keramik. Das heißt, ich brauche noch genau 1000. Okay, dann nehmen wir noch 1000 mit. Keramik. Das wären 800. Das wären auch 800. 960, 1040. Da oben ist noch 40er, sehe ich gerade. Okay, nehmen wir einmal 800. 960. 1000. Das ist der Bot, den will ich noch nicht machen. Und danach machen wir dann erstmal Ingenieur, der alte. Ja, aber 22 Likes ist mir nicht zu wenig. Wir nehmen den. Und wir nehmen den. TCK haben wir noch einmal. Machen wir noch einen, würde ich sagen. Schlaftabletten. Ja, die nehme ich. Achso, der will ein bisschen mehr haben, okay. Kann ich das wirklich alles mitnehmen? Vielen Dank für deinen Beitrag. Oh, Scheiße. Privater Spind. Privater Spind. Machen wir erstmal das zeitrige, resistente Holz mit rein. Müssen wir später abgeben.
Okay, die Schlaftabletten sind wichtig. 1, 2, 18, 19, 20. 3 bis 7. Okay. Machen wir erstmal die Schlaftabletten dann. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Mal gucken, ob das klappt. Wie sieht's aus? Rechts? Kann ich jetzt fahren? Ist immer noch zu schwer. What the fuck? Also wegen den ganzen Zeug hier, ne? Okay, machen wir mal die Metalle in den privaten Spind rein. Sind 80 Kilo weniger jetzt. Ist in Ordnung. Ding hat ein Turbo? Die Newt schon wieder leben? Kann ich nicht, wa? Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Schlaftabletten habe ich jetzt mit, ne? Das heißt, wir müssen zum Alten. Scheiße, das kann ja was werden. Ja, aber das Metall kann ich ja nicht mehr rausnehmen. Der ist ja lustig. Wie soll ich denn das rausnehmen wieder? Die 40 Metalle. Der ist ja witzig. 1032 Likes. Bäm, Junge. Eine Leiter? Echt jetzt? Ih, was ist denn das für ein Blibberzeug? Warum hängt denn das da so runter? Das habe ich aber nicht so gebaut. Thank you.
Netzwerke. Ich sehe aber auch gerade nicht, wo wir sonst hier langfahren müssten. Das nächste Brückenteil. Ja, Metall haben wir erstmal genug. Keramik brauche ich. Keramik scheint irgendwie Mangelware zu sein. Brücken ist was für GD. Noch mehr Metalle. Ah, da ist das nächste Brückenteil. Okay. Stopp. Warum ist da ein X bei dem Typen? Okay. Also mit Metalle kann ich mich totschmeißen. Ich brauche Keramik. Ich brauche Keramik, meine Freunde. So, Auto, du bleibst noch kurz hier. Für den Ingenieur. Da stehen nicht mal Likes dran oder sowas. Und das Ding bewegt sich, okay. Da ist schon ein Pote dran. Ein Pote. Ein Pote ist da schon dran. Okay, Zeit zu gehen. Da ist schon das nächste Brückenteil, okay. 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 Also. Ich kann einlagern 400 Metall. 40 Keramik. Und die ganzen erforderlichen chiralen Kristalle. Das heißt, wir brauchen noch 640 Metalle. Und 740 Keramik. Also mir fehlt echt an Keramik. Ne? Metall habe ich echt genug. Da kann ich mich totschmeißen mit. Sehe ich das richtig? Es gibt ein Eisgebiet. Mädchen weiß ja, dass ich Eisgebiete mag. Okay.
Okay, hier brauchen wir nochmal 1200 und 900. Warum sind die so unterschiedlich? Metalle, das heißt, wir brauchen 1840 insgesamt und dann noch mal 900 Keramik, ja, 1640. Okay. Ich weiß von nichts. Wie immer, ja, wie immer. Ja, also die 80 Keramik, die nehme ich da jetzt gleich natürlich mit, ne? Wie gesagt, Metalle haben wir ja eigentlich erstmal genug, finde ich. Und die Mules, die haben ja auch sehr viel an Metallen umliegen, aber Keramik ist Mangelware anscheinend. Lass das Auto jetzt erstmal beabsichtigt da liegen, weil ich will jetzt nicht den Akku verbrauchen. Die 40 Keramik hier hinten. Junge, 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 das war knapp. So. Die 40 nehme ich auch noch mit. Quatsch, Taste. Also allein in diesem Umkreis sind schon wieder 400 Metalle, also. Das ist ja tatsächlich ja schon fast totschmeißen damit. Na bitte. Sehr gut. Na bitte. Dann gucken wir mal, wie weit wir hier weglaufen können. Meter sind wir schon weg. Na bitte. Irgendwann kommt nämlich so eine Meldung. Von wegen, ich darf mich jetzt nicht mehr entfernen oder so, sonst verschwindet das. Wie viel haben wir denn? Bei 200 kommt immer noch keine Meldung. Dann probiere ich da noch die 160 Keramik mitzunehmen und dann. Meter, okay. Meter, aber könnte auch sein, weil das Quest-Items sind, ne? Dass sie eine höhere Reichweite haben. Sieht irgendwie cool aus mit der Brücke da hinten. Macht mir das Leben bestimmt einfacher. Vor allen Dingen, weil wir auch keinen Akku verbrauchen, ne? Während wir auf der Brücke sind. Beziehungsweise auf der Straße. Da brauchen wir null Akku. Was ich auch sehr gut finde.
Aber immer noch zum Alten. Hätte ich gewusst, dass die Schlaftabletten so viel wiegen, hätte ich nur eine Quest angenommen. Also, wie viel können wir denn jetzt abziehen? 280, 320. Eigentlich dumm, dass ich das gerade mache. Warte mal kurz. Das ist nämlich teilen. Ich will ja nicht zu viel ausgeben. Also das eine Ding braucht 640 und... ...420. Weil ich will ja nicht denn nachher so ein 800 da mitnehmen, weißt du, und dann braucht er nur noch 420. Dann habe ich ja 380 zu viel dann, weißt du, ausgegeben. Jasmin A. im Asiener sagt, jetzt tut er auch noch so, als ob er rechnen könnte. Langsam wird es frech. S-K-H-O-W-E-L Grumpy. Langsam wird es frech. Das ist auch geil. 1200 und 900, okay. Also, wie chill, Alter. Alter, hier gibt es so viele Lake-Nopse, die Dinger. Geil. Da kriegen wir noch ein besseres Motorrad. Wenn ich den noch eine Stufe... Ah nee, der ist ja schon Stufe 4 und 5. Gibt mir ja nur den Sticker, ne? Ah, ich habe gar keinen Platz mehr. Fällt mir gerade auf. Ich habe ja noch die blöden Schlaftabletten mit. Ich muss erstmal die Schlaftabletten loswerden. Bevor ich hier weiter Likes sammle. Minchen, ganz schön frech bist du, ne? Hast du ja was Süßes gefunden? Ja, du. Kurz durch, ist okay. Mal kurz gucken, da ist Strom. Da muss ich noch mal kurz ran. Ja, genau. Die kann schreiben, ja? Hat ihr das Nessa beigebracht, um dich zu ärgern, oder wie? Hey, Kumpel. Gerade mächtig Energie. So, der Ingenieur. Ich muss zum Alten, da muss ich hin. Ach, deswegen ist da ein Kreuz, weil mir das Equipment fehlt, oder was?
Natürlich. Wieder 150 Metall. Okay, Zeit zu gehen. Ich muss halt gucken, dass ich nicht so viel Akku verbrauche hier. Muss ja auch irgendwie wieder zurückkommen, ey. Let me out of here! Junge, da will ich hoch. Junge! Junge! Junge, was machst du? Habe ich alle dabei jetzt? So? 100 Metalle, 160 Keramik. Besser. Also die Kamera könnte sich ja mal irgendwann hinter der Person positionieren, ey. Sieht aus wie der richtige Weg. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Kann ich überhaupt rein damit? Kurz ducken, dann geht das auch. Fracht geprüft. Vielen Dank. Überrascht
Mein Junge, keine Sorge. Noch bin ich nicht tot. Sehen wir uns das Paket mal an. Wow, das ist klasse. Großartige Arbeit. Vielen Dank. Okay. Ein oder mehr? Die Wege, mein. Wir haben nicht mal 2 Sterne. Frachtzustand. Mehr davon, mehr, mehr. Nein, nicht verschiedenes. Frachtzustand. Na, immerhin, ne? Bis zum nächsten Mal. Okay. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen. Also hast du irgendwas für den Ingenieur? Ja, hat er. 68 Kilo, 56 Likes. In Essig eingelegte Gurken. Ja, die nehmen wir mit. Für 123 auf jeden Fall. Der Rest klang jetzt nicht so geil, dass ich den jetzt unbedingt hätte mitnehmen müssen. Da, Small, 100 Likes, das nehme ich mit. Was mache ich mit meinem Auto jetzt eigentlich? Ha? Vorsicht, Keule, Vorsicht. Wo sind denn hier die 160? So, die nehmen wir natürlich mit. Das hier unten auch. Das Auto war leer, wa? Da war ja nichts mehr drin, ja. Das hat er komplett leer gemacht. Ich wollte mir überlegen, ob ich das überhaupt noch mitnehme. Oder ob wir uns jetzt hier nämlich einfach ein neues holen. Was sagst du? Holen wir uns ein neues? Ja, wäre ich voll dafür. War sowieso schon angeknackst, ne? Hatte ich schon Schaden gehabt. Na bitte. Problem ist, das Auto darf ich aber auch nicht behalten, ne? Hier gibt es jede Menge Keramik. Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Müssen wir mitnehmen, Leute. Müssen wir mitnehmen. Wo ist hier das Auto? Hier war doch ein Auto gewesen. Wo ist denn das hin? Ist es. Hier ist noch mehr Keramik. Jetzt gibt es hier richtig Keramik, wa? Weiter, Verwalter.
Das Spiel weiß Bescheid. Der Junge braucht Keramik. Spawn ihm mal ein bisschen Keramik. Das Spiel weiß Bescheid, ey. Ja, mitnehmen. Wollen wir hier noch Keramik rumliegen? Das können wir natürlich auch gleich mitnehmen. Wenn du es toll findest, finde ich es so. What the fuck? Das ist schon wieder für eine Aussage, ey. Weiterschlag. Bin dabei. Mal die schweren Sachen hochladen, ne? Ich glaube, so viel 320er dürfen wir auch, glaube ich, gar nicht mehr mitnehmen, ne? Ich würde zwei nochmal mitnehmen, wenn hier zwei rumliegen würden, aber... Vielleicht noch ein 160er und das war's, ne? Mehr kann ich hier wahrscheinlich gar nicht mitnehmen hier. So, nehmen wir hier den 320er mit. Dann haben wir da noch einen 320er und zwei kleine. Die zwei kleinen nehme ich noch mit. So wie den Speicherchip. Na bitte. So wollte ich das jetzt nicht haben. Dann. So wollte ich das haben. Und jetzt den anderen in die andere Hand und dann haben wir richtig viel Keramik. Das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Nicht so ganz. Ich habe hier irgendwie noch ein bisschen Übergewicht. Jetzt muss ich leider loswerden. Ich werde aber die 160er, glaube ich, wegpacken. Dann noch 300er. Okay. Da waren 160er und hier noch ein 80er. Kann ich das gar nicht reinladen? Ja, dann laden wir das ab. Reicht das vom Gewicht her? Darf ich fahren?
Warum darf ich das nicht benutzen? Hakan TKDMR. Vielen Dank für dein Follow und willkommen zum Stream. Reicht das? Das reicht, okay. Spaß. Karte. Ach so, ich bin noch ein bisschen weiter weg. Okay. Ich dachte, ich wäre bei dem anderen Mule. Loch. Also 1080, das ist ja nochmal was ganz anderes. Ich würde sagen Step by Step, ne? Wenn es dann soweit ist. Okay, dann ist hier der 900er. Oh, 100 geht nicht, ne? Aber 40 könnte ich, glaube ich, machen. Also brauche ich denn noch 20? Brauche ich da noch? Und dann gucken wir mal, was ich hier noch brauche. 1200 Metall, also ein bisschen darauf achten, ein wenig Metall mitzunehmen. So, es geht ja nur in 40er Schritten, ne? Dann bräuchte ich da dann noch 100, beziehungsweise auch 20. Okay. Bei beiden brauchen wir nur noch 20. Gelegten Gurken müssen noch zurück und dann kann ich gleich das Holz mitnehmen wieder. Okay. Okili dokili. Schon mal hier sind, ne? Metall brauche ich ja sowieso. Liegt ja auf dem Weg.
dafür angerungen. Das müsste aber, glaube ich, ein Bote sein. Oder? Komisch, dass die die Straße nicht benutzen, ne? Zu weit entfernt. Keramik 160. Okay. Was ist das? Bestimmt 500, wa? Oder 1000 Meter? Warte, jetzt andere liefern dürfen. Keramik 160. Okay, also die Entfernung scheint doch recht großzügig zu sein. Dann bringen wir erstmal die Gurken weg, ne? Und dann nehmen wir das Holz wieder mit. Das hat ja letztes Mal irgendwie nicht so ganz geklappt mit dem Holz. Analysegerät. Mhm. Machen wir mal. Hey Mann, wie geht's dir? Wow, das ist deutlich mehr als erwartet. Vielen Dank, Sam. Alter, der braucht richtig krass viel Likes, oder? 5000 oder sowas? So voll ist. Das ist ein Analysegerät. Sieht gerade aus wie ein Taser. Ja, sicher noch. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Wieso hat er spinnt? Und noch irgendwas? Ganz viele Metalle. Recyceln. Wie viel Keramik kann ich denn lagern? 1400 insgesamt. Packen wir das mal weg. Oh, Metalle habe ich zu viel gehört. Wie war das spinnt?
Kommt das da erstmal rein? Herzlichen Dank, Sam. Was für ein Schatz. Honda? Ist das ein Auto? Vielen Dank für deinen Beitrag. Meine Blutgranaten werden verteilt, okay. Ach, Motorrad. Interessant. Da sind wir noch der Roboter. Ja, das ist zu viel. Zu viel Gewicht für zu wenig Likes. Ich bin auch gerade am Überlegen, ob wir nicht mal langsam auf das Motorrad wechseln. Was haltet ihr davon? Können wir denn eigentlich überhaupt herstellen? Hauptsache brumm brumm. Ich überziehe gerade schon ein bisschen, merke ich. Ich mache noch schnell das Motorrad fertig, wechsle die Items rüber und dann kommen wir zur nächsten Spielauswahl, wo ihr dann gleich voten könnt, was wir denn als nächstes spielen. Ausrüstung herstellen, ne? Fahrzeuge. Ja, wen nehmen wir denn da? Den normalen? Oder den Langstrecken. Nur beim Langstrecken-Ding ist es ja so, dass er keine extra, also dass ich da nichts ranbauen kann. Ja, er hat keine extra Ladefläche. Schwierig, schwierig, schwierig. Den normalen oder Langstrecke? Ich glaube, ich nehme den normalen. Dann kann ich wenigstens links und rechts noch was ranbauen. Mein eigenes Fahrzeug. Nice, ne? Beachte mich nicht. Geil. Mein erstes eigenes Fahrzeug. Warte mal, das können wir doch garantiert zweimal aufs Motorrad packen. Brauche ich da jetzt noch mal eine... Ne, brauche ich nicht, okay.
Eine Optimierung wollte ich gerade gucken, ob wir nochmal eine Optimierung brauchen, aber... Ich habe nur einmal X gedrückt, also bleib auf dem Motorrad drauf. Okay, Zeit zu gehen. Dann würde ich sagen, du warst das erstmal mit der Episode.